Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Koch dich fit mit Lebefit. Wir machen heute eine Suppe, die ist leicht scharf und eignet sich wunderbar zum Aufwärmen, wenn draußen noch so ein bisschen Regenwetter ist. Und ich würde sagen, wir legen gleich mal los. Ich habe hier meine Zutaten schon vorbereitet. Unter anderem habe ich Weißkohl klein geschnitten, Kräutertofu oder Räuchertofu mit Kräutern, Karotten, Kokosmilch kommt rein, rotes Thai-Currypaste, Ingwer, Limettensaft und Knoblauch. Und mein Reis, der kommt später noch am Ende dazu, der kocht schon im Hintergrund. Den Ingwer und den Knoblauch habe ich jetzt für etwa eine Minute lang angeschwitzt. Jetzt kommt unser Weißkohl dazu und unsere Karotten. Jetzt lasse ich das Ganze unter gelegentlichem Rühren einfach 5 Minuten ein bisschen andünsten und dann kommt 1 Liter Gemüsebrühe dazu. Unser Gemüse hat jetzt in der Brühe etwa 15 Minuten gekocht und jetzt gebe ich die restlichen Zutaten dazu. Das ist jetzt einmal meine Kokosmilch, dann unsere Currypaste, je nach Geschmack mehr oder weniger. Dann kommt dazu ein bisschen Salz, etwa 1 bis 2 Esslöffel Limettensaft, unser Räuchertofu mit Kräutern und zum Schluss dann unser Reis. Und dann können wir eigentlich schon essen. Einen guten Appetit mit meiner asiatischen Schlechtwettersuppe und bis bald!